fix. Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Auf der Gamescom gesehen. Und mir jetzt gerade noch runtergeladen. Weil ich gesehen habe, ich habe noch einen freien Slot in den vorproduzierten Uploads auf meinem YouTube-Kanal. Und brauche noch einen Let's Test. Ein einzelnes Video. Und in die Arena hat es nicht reingepasst, daher jetzt nach der Gamescom Street Fighter 6 spielen wir jetzt mal die Demo-Version. Schauen wir mal rein, was das Spiel so kann. Ich habe auf der Buchmesse in Leipzig, hab ich mal, da gab es mal so einen dabei. Bei welchem Stand das war, aber es gab irgendwo einen Stand, wo man Street Fighter mal, ich glaube sogar das Spiel könnte sein, dass man das anspielen konnte. Demo. Vulture, stelle einen Avatar und begib dich auf eine Reise, um die Bedeutung von Stärke zu entdecken. Wage den Schritt und erlebe die Welt von Street Fighter wie nie zuvor. Verbessern, verkaufen, testen können, Vielzahl von Spielmodi, Arcade-Mod, Trainingsmod, Offline-Kämpfer und mehr. Es gibt viele Wege, den Kämpfern nach Meisterschaft und Kampf zu kommen. Okay, ich glaube, wir schauen uns das mal an. Der Fortschrittsmodus Voto wird in dem nicht gespeichert, ist klar. So I've been thinking about strength, man. Strength, might, the power to fight. Is it money, authority, a cool job, a ton of likes? Okay, okay. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just gotta get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. Okay. You my new recruit? Kids, take a breather! Luke. Welcome. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around you. You're here for basic training, right? Okay, let's get you measured up. Okay, jetzt können wir einen Charakter erstellen. Erstelle den Avatar für den Vulture-Modus, der auch im Battle Hub verwendet wird. Schau dir die verfügbaren Voreinstellungen an, vielleicht ist dir was für dich dabei. Die Länge deiner Gliedmaßen und die Größe deines Körpers spielen im Kampf eine Rolle. Lange Gliedmaßen machen es einfacher, mit Angriffen weit entfernte Gegner zu kämpfen, zu treffen. Massive Körper hingegen macht dich zu einem größeren Ziel für deinen Gegner. Du kannst dein Aussehen jederzeit im Body Shop ändern, indem du Sandy ausgibst, also stellt dein Avatar nach deinen Vorlieben. Body size and your reach are all factors in a fight. So, when it comes to athletic ability, men and women fight on equal footing. Remember that. Ich hätte es bisher nur mit vorgegebenen Charakteren gespielt. Den musst
die man dann in Stunden spielen konnte. Okay. Already done. Das ist doch voll gefertigt. You can look over the details later if you want anyway. Okay. Ja, wir spielen ja irgendwie so ein. Wir sollten jetzt hier keinen schlachsigen Typ machen, wir sind schon ein bisschen. Wobei, das ist ein Roboter, Android. Schon ein bisschen. Also da schon muskuliert. Ringkämpfer. Bodies can get hit more often. But they also hit back easier. Ja, wir können ja nicht customen. Okay, wir können ja nur einen von den Vorgehenden so richtig selbst machen. Na, wenn schon, dann richtig bunt. Richtig muskulös. Das sieht doch nicht schlecht aus. Oha. Können wir manuell anpassen. Die Körpergröße ändern. Mit Dicke und hier die Muskulosität. Aber 12 ist doch eine schöne Zahl. Sieht nicht ganz unmuskulös aus. Oh je. Jetzt kann ich ein zwei miteinander mischen. Okay. In größeren Proportionen. Jetzt kannst du noch groß und klein machen. Okay. Ist ein bisschen kleiner, aber okay. Ups.
versaust hier wahrscheinlich gerade alles. Als Dinge. Nein, wir könnten ja auch einen kompletten Trollock draus machen. Schwitte, hier kann man wirklich alles customizen. Nochmal. Schulterbreite. Kurz ich nur nochmal um. Ach du Scheiße. Was für ein Triss. Verkehrt es gerade wahrscheinlich komplett. Und noch sieht's. Ah, hier. Okay, hier können wir. Und da wollen wir Kopf draus machen. Ja. Hautfarbe. Passt doch eigentlich so. Und grün und blau als Alienfarben gibt es leider nicht. Kleidung. Warum nicht? Sometimes when you stare at your face long enough, I wonder if that beauty mark's always been there. Ich meine, warum nicht? Nur weil es geht. Was gegen Diversität. Sieht weird aus, genau deswegen nehme ich's. Und dann noch richtig Farbauswahl. Passend zu den Haaren. Und wie Haarfarbe, ja. Und wenn dann richtig. Sure to take care of the places that can't be seen too. Narben.
Irgendwo, wo man es nicht sieht. Kannst mal stillstehen. Deren Name. Stelle wählen. Torso. Schnur ins Gesicht. Und hier. Zum Arm. Namen ins Gesicht können wir nicht. Tattoos. Auf dem Rücken. Ja, ich meine, das hat was. Ich würde es eher auf dem Rücken. Gesichtsmakrim. Take a lot of time to decide. Or just throw something on. It's your call. Ja. Color definitely says a lot about you. We live in an age where you can save all of your coolness in data form. Okay. Mm-hmm. Let me hear those vocal cords. Let's fight. Let's get to it. Let's have some fun. Hope your doc's on speed dial. Let's do this then. Hope your doc. Let's do this then. You want to go? Don't be in such a hurry. Let's do this then. Okay. Can't forget your name either. That's important. All right. Give me your Sunday best. Ist ja wunderbar geworden. Oh yeah, I hate trying to take photos for my ID. I always end up with something weird. What the fuck? Auf geht's. Und ein eigener erstellter Charakter in einer Cutscene auftaucht. Oh, righty, well, that should about wrap up your enrollment. Again, you can call me Luke. We're just coach. Die bunten Haare einfach. Hope you're ready to begin. First, let's go to the basics. Fuck.
keine Lust, Tutorial. You start by making it over to where I am. Feel free to walk or run, whatever gets you here. Wie hast du die Ziel mit 10 Stunden? What? Too easy? Hey, it was still an important first step. Journey of 1,000 miles. Anyway, moving right along. I placed some panels on the floor. You see them? I want you to pass through every last one and then make your way back to me. Laufen Tutorial. Okay. Like you've got the hang of things. Let's get right to it then. Show me how you are with your fists. Leichter Angriff, J, mittlerer Angriff, K, harter Angriff, I, Special Move. Okay, hier die Tasten. Interessant. Jetzt können wir der Schwere verstanden. Ah, die nach links und rechts. Okay. Spiel, dreh mal bei mir. Mit W. Verstehe. Complete. Good. Drehen wir in die Hocke. Und S natürlich. Fatality. Nice work. Würfeltrenner U und J oder H. Ich würde mir das alles merken können. The basics. Kind of boring, right? I knew it. That's how the basics are. Yes, come. Simple and boring. But remember, even the biggest rockets need a stable launching pad for takeoff, or else they're just gonna crash and burn. You get me? Coach, how is any of that gonna help them handle this? Jetzt nicht den Kampf. Mach ihn alle. Deine Gesundheit sind jedes Mal im Schaden oder des Gesundheitsgegners sind im Schaden zu fürs 3 von 10 sind jedes Mal, wenn du boxst.
Okay. Ich glaube, das habe ich noch nicht probiert, aber... Wie wär's mit Werfen? Ich glaube, ich bin gerade am Verlieren. Nein, er ist am Verlieren. Gonna be the type to jump before you think. But coach, that was the kind of situation I want to learn to deal with. You're not here to punch bags either, right? Ah, right. This is Bosch. He signed up with the same regimen you are. Yeah. Bosch. Look, both of you are my trainees. And you joined at the same time. So play nice, okay? Coach, we both came here looking for strength. If both of us are trying to find that strength, sooner or later, one of us is going to get there first. What happens to the other person then? We all know that nobody's going to be friends after that, so why bother pretending now? Ah, Bosch, my man, that's a really tough question. You gotta know what strength means to you before you go looking for it. You go looking for the wrong things, and you really might end up in that situation someday. But you know what? You can cross that bridge when you get to it. You two are still my plucky little trainees. Listen to what your coach says, and put your hearts into your training. Focus on that. Right. Okay, let's get back to business. You wanted something more practical, right? Well, practicality comes in many forms. But if you want to start off on the right foot in this city... Hit the streets! Metro City. Steht aber die Freiheitsstadt rum. Die Angst von Matt Gear beherrscht wurde und das Verbrechen und das Verbrechen von Titel. Ein Termin des ehemaligen Bürgermeisters Mike Hacker kehrte Frieden und Wohlstand in die Stadt zurück. Bis heute gibt es auf den Straßen etwas, das sich nicht geändert hat. Ohne die das dunkle Zeitalter überlebt haben, sind es noch so zäh wie damals. Das ist die Story. Kannst alle möglichen Informationen einsenden, nur Space und Gerät. Okay, Nachrichten. Fangen wir die Mission an. Fortan schicken
schicke ich deine Trainingsübungen an die App-Mission. Okay. Mission. Neue Nachbarschaft. Willkommen auf der Straße. Wohin du gehst und was du tust, bleibt ganz dir überlassen. Und wenn du ein Gefühl dafür bekommen bist, wie Dinge irgendwo ablaufen, gibt es keinen schnelleren Weg, als die Einheimischen zu fragen. Halt nach Person namens Alice Ausschau. Sie wird dich auf dem richtigen Weg bringen. Sprich mit Alice. In der Aufgabenliste. Und das Alice dort, den Pink. Hey. Okay. Why, hello there. Right. Okay. Kämpfen jetzt gegen sie und gegen uns. Easy. L-U oder L-J? Komm mal, okay. Ich glaube, das ging doch sinnvoller. That's not good. Wiederholt die Taste, das kommst du in Fesseln. Während du L gedrückt hast, okay. Ah, okay. Habe ich dich lesen hier. Jemand mit R hinaus. Okay, wir suchen uns hin und bekämpfen. Und wir sehen so, dass wir da kämpfen wollen. Der hier. Tappen, um das Pausenmenü zu öffnen. Okay. Ich hab den Schraubenzieher nicht gedacht. Schraubenzieher. Wie war das mit? Kämpfe, um stärker zu werden, Belohnung und Stufen auf die Knie. Okay. Stufe 2. Gehen wir da mal ein bisschen weiter. Können wir jeden herausfordern? Ich glaube, 1 kannst du hier noch nicht weiter.
Okay. Und wer sind die hier? Nein, mit dir nicht. Mit ihnen hier können wir kämpfen. Oder nicht? Aber Top 5 können wir nicht kämpfen. Und die Mine. Stufe 7. Oh, das könnte. Das wird brutal. Mehr so gut, aber na komm, das kriegen wir doch hin. Stufe 3. Und das Stufe 1 Kili mal besiegen. Dürft jetzt schnell gehen. Ah, okay. Das ist Stufe 1. Mal Alice, Stufe 5. Dann lass mal kämpfen hier. Und das ist eine Stufe. Können wir nicht. Wir müssen gegen Stufe 9. Ich hab Feuerattacken. Ich mach den Stopp vor der Stufe. Bis ich hier auf die großen. Und alle Platz. Stufe 4. Hier ist noch ein Stufe 1. Nochmal ein Monitz jetzt. Nicht ganz. Sie wissen noch nicht mit uns. In Stufe 2. Schnell.
Stufe 5. Noch ein Stufe 2er. Oh dear. Richtig vermutet. Doch noch ein paar Leben. Stufe 3 Shopkeeper. Shopbesitzer. Können Shopbesitzer. Hier ist nochmal ihn dran. Mit Fatality, das war glaube ich Mortal Kombat, das habe ich jetzt ja falsches Spiel. Das ist mir gerade eingefallen. Du musst Ober stehen. Stufe 6. Er schlägt. Den geht über studieren. Okay. Oh, really? Den habe ich doch schon bekämpft. Jetzt essen.
ohne Pizza. Thank you. Meine Pizza schnabuliert. Ja, leckere Pizza. Oh, really? Große Straße. Das war ja noch nicht groß genug. Jetzt lassen wir uns von Level 20 plus irgendwie wieder fertig machen. Masters. Ging schnell. Und wen sollen die darstellen? Hey. Und da steckt er das wieder dahinter. Vorsicht, Flöten, die Pappkartons tragen. Joa. Kleidungsgeschäft. Ja, wir sollten uns mal ein bisschen auf die fasten Unterwäsche rum. Viel mehr können wir ja noch nicht. Okay. Und wir haben gleich Mütze. So ein Mist. Da müssen wir wohl kämpfen. Ihn für eine Herausforderung. Jetzt will ich mal einen Pestmarker. Level 10. Wir haben schon Level 9 fertig gemacht. Schon Level zum Lehrer. Zum Meister. Oh, ich bin KO. Ja gut, das war zu denken. Das hätte man erwarten können.
So, you two check out the city, see the sights, rack up some wins. And then you come back with the confidence to go toe-to-toe with your lovable coach. I guess that practical training paid off in spades. Am I right? If you want to make it in this world, you gotta do what you can. Grind like crazy. Nee, komm, man, aber not let up. Not for a second. The road to the top is long, but you just gotta take it one step at a time. That first step you both took just now? Die haben ja schon Level 9 besiegt. Ist nur eine Stufe drüber. Man, you two are great students. Und da war nichts zu schaffen. Neuer Meister. Nennst du jetzt von Luke, kannst jetzt die Meister zu Luke nutzen. Na ja. Huh. You know what? You make a darn good team. I don't think it'd be the worst thing for you two to take on the world together. Together? Absolutely. Do some training like we did at the gym and around Metro City. Then, the two of you can go and travel the world. You can really get to know each other and take on all comers. Seriously, you'll have a blast. I'm sorry, I can't. I need to be strong, and I need to be it now. I'm not like you. I can't go around treating this like ja, a game. Wale will Bosch, besser sein. Come on, coach. I'm done with the course. I got things I need to take care of. Und ich krieg Pokémon Flashbacks. This did give me some confidence. Thank you. Our only fight ended in a draw. Wish we could have had a rematch. How can I put this? Moving on. Ah, right. All right. Ja, auf geht's ins Abenteuer. Bekämpfen Modus wohlst du, kannst du zwischen zwei Störungen wählen. Modern und klassisch. Aha. Ja, zum Abschied noch, zum Schluss noch ein großer Kampf. Und noch ein Level 9er hier. Den haben wir schon besiegt. Und Endes noch kämpfen, das wär's. Und Level 1, den ich hier sehe. Wir noch einen richtigen Stufe 2 Ehren. Die Stufe 5 bin ich nicht noch. Und leider nicht. Das
Sehr schön. Not bad. Okay, ich brauche noch Stufe 6. Nice. Not bad. Das dauert wohl noch ein bisschen. Dann wird halt nichts mehr. Ist die Mizu? Miauz habe ich gerade gesehen. Stufe 2 Luke. Okay. Na, whatever. Ich würde sagen, das soll es heute gewesen sein. Die Demo ist lang genug. Die geht schon gleich eine Stunde. Sagen danke fürs Zuschauen. Das war Street Fighter 6. Ja, bis zum nächsten Video, gleich heute 18 Uhr. Oder morgen 14 Uhr. Das nächste reguläre Video. Ja. Oder bis zum nächsten Netztest irgendwann. Mal schauen. Bis dahin. Ciao, ciao.